Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. So, wird eine entspannte Folge, zumindest excellent. Laut dem Titel. Sehr exzellent. Ja, schmeckt toll. Das ist nur der Vorgeschmack. Ich habe gehört, dass von diesen Zigarren hier eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde. Okay. Ihr werdet sie mir beschaffen. Das wir sollen gut. Zigarren klauen. Wo ist das Problem? In unseren Nachtclubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen. Sowieso. Es wird wie, keine Ahnung, Kinderkram. Ja, ein bisschen. Du warst schon immer viel zu schlau. Dir macht man nichts vor. Kinderkram trifft's ganz genau. Danach soll es aussehen. Okay, und warum? Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine. In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten. Oh. Aber die Feds haben sie nicht gefunden. Wir stehlen Diamanten von den Feds? Keine Sorge. Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt. Er sagt's euch. Da ist ein Schreibfehler in den Untertiteln. Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen. Schmiedet gemeinsam den Plan. Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt. Ja, ja. Klar, Boss. Her mit den Diamanten. Gut. Und trink nicht meinen besten Fusel. Was bist du denn für ein Arsch geworden? Du warst mal der coole Boss. Der, der mich nur Sachen hat töten lassen. Jetzt muss ich verstehen. Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen. Wir haben einen Plan. Es ist kein guter Plan, Oje. Aber wir gehen nicht drauf. Wahrscheinlich. Ja. Na los, gut hilft genug. Uns dort jemand oder was? Nein. Wir sind auf uns gestellt. Das wird schwierig. Die Zigarren sind in Kisten am Hafen. Das klingt Scheiße. Bis jetzt noch nicht schwierig. Der Laden wird bestimmt gut bewacht. Ja, Gewalt hilft hier nicht. Nein, ich hab kein Köpfchen. Wir klauen einen Zolllaster und sind drin. Kann ich nicht jemand schmieren? Gott. Müssen wir den armen Fahrer umbringen? Nein, wir jagen ihm Angst ein. Wir wollen nur seine Papiere. Gut. Ich will keine Leiche loswerden müssen. Na, bei mir doch bestimmt los. Nicht. Suchen wir nach einem Zolllaster unten bei den Docks. Ja, ja. Alles klar, Tom? Ja. Ich frag mich nur, was dahinter steckt. Dahinter steckt? Der Boss hat einen Job für uns und wir machen ihn. Es scheint nur verdammt riskant. Sogar für Diamanten. Wenn wir geschnappt werden, buchten sie uns lange ein. Das ist ein gutes Argument. Dann dürfen wir nicht geschnappt werden. Oder? Das ist ein Gegenargument. Ja. Na gut. Gleich will mich der Boss ja auch so langsam abtreiben. Loswerden. Dem lieben Gott zurückgeben. Zigarren waren anscheinend nicht so gut. Ich habe noch nie eine geraucht, aber ich stelle mir das relativ furchtbar vor. Ich brauche was hinter die Binde. Mann, Pauli, lass es doch mal einen. Wieso eigentlich dieses quietschgrüne Auto? Wollen die Herren dann mal einsteigen? Na also. Schluss mit der Klimperkiste. Radio ausgeschalten. Oh, ich darf gar nicht selber fahren. Für die 10 Sekunden hat's jetzt eine Cutscene unterbrochen. Das macht mich ein bisschen nervös. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Eben das. Entschuldigung. Mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Solange es keine Kugel ist. Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz. Doch, der ist sehr viel Platz. Macht euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Falsch gedacht. Ich habe große Pläne. Ach, okay. Ja? Raus damit. Woran arbeitest du? Tja. Spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauche nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Das wird dem Don gar nicht gefallen. Ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Wir können ja höflich fragen.
Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nicht hintergehen, an ihm vorbeiarbeiten. Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding einen Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Ja. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, prinzipiell Pauli. Nicht. Frag den Don oder vergiss es. Oh je. Ja. Ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Genug geträumt. Du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Sehr gut. Geh raus mit euch. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Oh genau je. Genau das habe ich befürchtet. Halt dich vor Kindern fern. Mach dir keine Sorgen. Alles klar. So viel zu alles klar. Oh je, ich glaube, Pauli geht jetzt drauf. Und wenn nicht, erschieße ich ihn selbst. Ich will ja eh alle verraten. So, ich muss jetzt jemanden finden. Zolllaster? Wo Zolllaster? Harbor Quarter. Wird da bestimmt irgendwo einer drin sein. Vielleicht auch nicht. Doch, irgendwie. Da kommen wir ja rüber. Hi Jungs, Zolllaster gesehen. Ich müsste mal kurz hier durch. Oh, was haben wir da? Nehme ich mit. Black Mask. Lost Heaven Harbor. Ist hier ein Zolllaster? Hat irgendwer einen Zolllaster gesehen? Hey, das ist dasselbe Auto, wie ich habe. Ist das ein Zolllaster? Hallo? Zolllaster? Nee, du bist ein Leichenwagen. Homemade Sausage. Ja, klingt nach Leichenwagen. Soll ich jetzt ernsthaft hier durchrennen? Das kann nicht richtig sein. Super. Habt ihr einen Zolllaster gesehen? Ungefähr so groß. Steht groß Zoll drauf. Vielleicht. Ich hätte mein Auto nehmen sollen. Ich nehme ein anderes Auto. Ja, das ist gut genug. So kann man eine Mission auch in die Länge führen. Muss ich da nach hinten? Ah, weil ich zu blöd bin, was zu finden, steht da einer. Gut. Ich habe dem sein Auto nur umgeparkt. Er kann es ja hier wieder abholen. Ich habe es nicht geklaut. Ich habe es mir nur sehr, sehr kurz geliehen. US Customs, US Zoll. Sogar Border Protection. Das wird aber auffallen, wenn da keine Scheibe mehr dran ist. Vielleicht auch nicht. Vielleicht denkt er, ich hätte es runtergekurbelt. Da muss ich die Scherben aber gut aufwischen. So. Da ist ja gar nichts drin hinten bei uns. Fühlt sich wahrscheinlich angenehmer aus, an, wenn da nichts drin steckt. Aber wir sind doch der Zoll. Wir haben doch gar nichts zu befürchten. Und Sam und Pauli sind jetzt schon weg. Die hätten mich doch direkt beim Zolllaster rauslassen können. Ne, die sind ja ausgestiegen. Da sind sie zu Fuß hingelaufen. Oh, der Laster quietscht aber in jeder Ritze. Ich hoffe, das ist der Laster. So, die nächste nach links und dann ran an die Zigarren. Ich habe gar keine Waffe dabei. Konnte keine auswählen. Ach, mir wird wahrscheinlich wieder eine zugeteilt. Na gut, dann fahren wir hinten dann. Ich wäre jetzt schon abgebogen. Aber Snami ist anderer Meinung und in der Regel weiß das besser Bescheid als ich.
Hey, wird er nicht auch ein Zolllaster gewesen? Nee, stand nicht Zoll drauf. Park da drüben, Tom. Ja, bin ja hier. Hier, Grenzkontrollen. Zolleinnahmen. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Wieso sitze ich hinten? Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Hm. Der Truck ist leer. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los! Wow, 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 wow. Los, Bewegung! Ist ja gut, ist ja gut. Verflucht. Die haben sich umgezogen. Ich bin so gut getarnt. Gemütlich da hinten, Tom! Nein. Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt Komm du, aus wie Kamerun? Groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Ach, wunderbar. Wenn's weiter nichts ist. Sind wir schon da? Bin so gut versteckt. Ach, Mist. Pete. Hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Hier, ja, bitte. Fahr weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Na, wir werden zurechtkommen. Dass er nicht selber im Handschuhfach schaut. Es wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Ja, das ist richtig. Viel los heute Abend. Ich dachte, wir haben die ganze Nacht Zeit. Ja, ja. Her mit den Diamanten, das ist ein Überfall. So, bitteschön. Könnt ihr mal den Kollegen da ausschalten? Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was das ist tun richtig. Soll. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Ist ja Kommt gut, du mit. Kriegst gleich auf den Schädel. Okay, Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay, jo, krieg ich hier hin. Wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun-Zigarren. Kamen in einem Boot namens The Bohemia. Angedockt am Dienstag, dem 23. Klar? Ja, gut. Ja, nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig Wieso bist. Wieso darf ich mich nicht sehen lassen? Kann doch einfach dazugehören. Wo muss ich hin? Kann ich hier rein? Da ist eine Tür. Kann nicht da rein. Ich mag Schleichmissionen nicht. Ich mag Missionen, wo ich ein Wäffchen dabei habe. Vielleicht auch ein größeres. Eine ausgewachsene Waffe. Das wäre was. Mit Schalldämpfer, dann würde ich auch nicht gesehen werden. Oder zumindest relativ schnell vergessen. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Ja. Was mache ich jetzt? Auch nicht in der Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heul nicht. Kann ich die leise ausschalten? Der andere wird das bestimmt gleich bemerken. Na gut. Kann ich mich nicht so anziehen wie einer von denen, dann falle ich nicht auf. Da kann ich hoch. Na, sag doch was. Ja, ja, Schüsse werden Alarm auslösen. Was denn auch nicht. Ich habe hier einen Revolver. Wie stecke ich den wieder weg? Ist egal. Ist doch egal. So. Notiz lesen. Ich habe eine Zigarrenkiste aus der Lagerhalle genommen. Ich habe den Verdacht, dass einige der Kameruns, die wir von der Bohemia beschlagnahmt haben, verbergen könnten, wonach wir suchen. Geh ins Lagerhaus und kontrolliere die restlichen Kisten, wenn du da bist. Wir sehen uns morgen früh. Viel Glück. Aha. Das wird helfen. Okay, da ist aber nicht mehr irgendwas anderes. Da haben wir einen gefährlichen
Typi. Los, Leute, macht schneller. Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Fans sind Arschlöcher. Ich habe sicher schon 100 Kisten überprüft. Oh, die Fett sind in dem Fall hier Arschlöcher. Können wir dem einfach auf die Rübe hauen? Ja. Her mit der Rübe. Und mit der Schrotflinte. Irgendwas hier von Bedeutung? Hier ist doch ein Fragezeichen drin, oder? Sind in der Lagerhalle. Vielleicht ist er unter mir. Toll, ich kann die Tür nicht schließen. Es ist ein Ehrenspiel. Da liegt dann einfach so ein bewusstloser Officer drin. Naja, irgendwer muss hier bewusstlos rumliegen. So, auf den Revolver gewechselt. Suche nach der Zigarrenlieferung. Ja, wieso muss ich jetzt ganz darüber? Oh, hier liegt ja auch noch was. Und was? Hilft mir das? Alles ich hab keine Ahnung. Ja, das ist schade. Komm mal hier raus. Nö. Unbekannte und wertvolle Schmuggelware. Bla bla bla. Zollamts Lost Heaven. Verzichtbar. Illegale Ware. Empire Bay. Irgendein Detective. Boah. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Muss ich echt da ganz rüber? Herrje. Nicht sehen lassen. Nicht sehen lassen. Das ist echt der beste Weg daraus. Ah, so viel Schleichen. Zum Glück haben wir eine Minimap. Eine Minimap. Da kommt ja direkt der nächste. Hi. Ich sollte in die Akten schauen. Checken, was wo ist. Ja. Viel Glück dabei. Ein Glück sieht der den Schatten nicht, der da neben ihm auf den Kisten projiziert wurde. So, ich glaube, hier oben müssen wir rein. Ja, klappt das? Mist. Der Hof ist so riesig. Alter, sind das viele. Jede Kiste, dann brechen wir sie auf. Das sind Hunderte. Wie schön für euch. Habt die ganze Nacht zum Suchen. Boah, was wollen so viele FBI-Agenten hier? Oder Feds? Staatliche Männer. Oder stattliche. Frachtzigarren, bla bla bla. Lagerort D2. Das wird helfen. Das denke ich auch. Oh oh. Die anderen jetzt auch noch rechtzeitig ausschalten, denke ich mal. Oh oh. Oh oh. Nee, niemand hat was bemerkt, oder? Komm schon, bevor der Leichen sieht. Bewusstlose. Na also. Ich mach das so professionell. Glaub's ja nicht. Okay, das ist eine spannendere Mission. Ich kneif meine Pobacken zusammen. Und wie wollen wir die in Trucks kriegen? Hier ist nichts. Ja. So viel kann ich aussehen. Dosenmais. Vielleicht da hinten, direkt in der Öffentlichkeit. Oh, doch nicht so in der Öffentlichkeit. Nö. Ich muss sie bald finden. Ja, wir sind ja auf der Suche. Wo ist denn D2? Vielleicht erst da hinten? Ah, D2. Irgendwo hier müssen sie sein. Das sieht doch richtig aus.
Guck mal, da sind die ganzen Zigarren. Da sind sie doch. Hier mit den Diamanten. Hab sie. Und nu was? Ein Glück parken wir direkt hier. Hier ist er. Ist alles drin, was wir haben wollten? Sieht gut aus, Jungs. Gut. Laden wir sie ein und hauen wir ab. Das geht jetzt gleich schief. Pauli passt nicht auf. Hilf mit einzuladen, Kollege. Willst du immer noch eine Bank überfallen? Das ist die letzte. Verschwinden wir. Ich sitze nicht wieder hinten. Du bist sowieso der bessere Fahrer. Fahr uns nur nicht in die Bucht. Fällt das nicht auf, wenn ich die Uniform nicht anhab? Scheiße! Hört ihr das? Los, Tom, gib Gas! Los, los! Wieso haben die uns denn? Tom, nicht gemütlich hier, oder? Durch das Tor! Wie denn? Also. Einbruch beim staatlichen Abschirmhof und Zollamt. Nein, nein! Kein Einbruch! Eine, ihr könnt die Zigarren auch haben. Der Stadt unterwegs. Schau wieder. Wir, so schnell du kannst, Tom. Ja, das fährt halt nicht besonders schnell. So. Vor uns ist eine Straßensperre. Finde einen anderen Weg. Sie dürfen uns auf keinen Fall sehen. Hier kommen sie. Ach, oh, Mist. Oh. Haben die uns jetzt gesehen oder nicht? Ich hab den Truck schon wieder kaputt gemacht. Ach, seid doch ruhig. Wieso passiert... Das ist ja komplett zu. Na gut, dann lasse ich uns kurz abschießen. War alles Absicht. Dann wollen wir mal das gescheit machen. Ich dachte, da kommt man durch. Es war ja so ein roter Radius auf der Minimap. Achte auf die Straße, die Cops sind überall. Ich achte auf nichts anderes. Einbruch beim staatlichen Abschirmhof des Zollamts. Verdächtige fliehen in einem Zolllaster. Ich will überall Straßensperren. Sind sicher alle. Ich will nirgends Straßensperren. Verschwinden wir, so schnell du kannst, Tom. Vor uns ist eine Straßensperre. Finde einen anderen Weg. Sie dürfen uns auf keinen Fall sehen. Scheiße. Die Hälfte dein Leben verloren nur wegen dieser Laterne. Hui. Oh je. Oh je. Da ist noch eine Straßensperre. Wieso wollen die denn alle Straßen sperren? Kann doch keiner mehr geradeaus fahren. Ich hätte alle Zugänge versperrt. Noch ein Kontrollpunkt. Mach den weiten Bogen, Tom. Da kommt was auf uns zu, Jungs. Ah, scheiße. Die mussten ja jetzt auftauchen. Aber wir schaffen's. Die sind gut zu Fuß. Auch im Auto. Im Laster. Haben wir sie abgeschüttelt? Noch nicht ganz. Ein Glück können die im schnellen Polizeiauto so ein Laster nicht verfolgen. So muss das. Dann wollen wir mal schauen, ob wir die irgendwie direkt losbekommen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, noch eine Sperre. Scheiße! Noch eine Sperre! Finde einen anderen Weg! Mach ich. Wird gemacht, Boss. Ja, Chef. Genieß einfach nach rechts. Wir müssen es ja nicht übertreiben mit unserem Glück. Sonst enden wir wie Sergio. So, ich finde den Weg gut. Aber keine Ahnung, was der Boss von uns jetzt wollte. Das ist echt eine der riskantesten Missionen gewesen. Da ist so viel staatlichem Aufgebot da. Aber ich glaube, wir haben eine gute Richtung gerade gefunden. Oh, Polizeiauto voraus. Wo sind sie? Die Fans werden uns dafür steinigen.
Wir haben sie wohl abgeschüttelt. Ja. Hoffentlich. Wo zur Hölle warst du auf dem Gelände? Wir wollten schon aufgeben. Es war ein Labyrinth. Ein Wunder, da was zu finden. Also so schlimm war das nicht. Wenn wir sowas wieder machen, brauchen wir einen besseren Plan. Mehr Fakten. Warum? Er hat die Diamanten doch gefunden. Ja, aber nächstes Mal. Was? Wir klären vorher alles mit dir, weil du dich mit solchen Jobs auskennst? Leute, ich muss fahren. Wir wollen zur Lagerhalle zurück, ohne das LHPD an den Fersen, oder? Klar. Wir haben die Diamanten. Der Boss wird zufrieden sein. Mehr zählt ja gerade nicht. Nach der Schinderei mit den Kisten sollten die Diamanten so groß wie das verdammte Ritz sein. Das wäre gut. Radio bleibt aus, ist ja eh auf Englisch. Och, Diamanten so groß wie das Ritz-Carlton. Nein. Mein ja, fahr halt, anstatt zu hupen. Und was wird das, wenn es fertig ist? Die wollen Unfälle provozieren. Seh's ihn genau an. Da sieht die Stadt gerade genial aus. Wäre natürlich besser, wäre der Wegpunkt nicht so drastisch im Weg. Aber hier die Neonbeleuchtung bei der Lichtstimmung richtig gut. So, Auto ist noch halbwegs ganz. Pauli könnte sich eigentlich hinter Kisten verstecken. Naja, ist egal. Er wird schon irgendwie richten. Wir sollten vielleicht nicht so schnell fahren. Eine Laterne hat die Hälfte an Leben gekostet, was das Auto hatte. Nein, mach doch keine enge Tunnelausfahrt. Das wäre beinahe schief gegangen. Raser. Wie weit ist es denn noch? So lang kann ich die Karre ja nicht heile halten. So. Hier müssen wir mal ein bisschen auf eigene Faust abbiegen. Mit dem Verkehr kann man ja nicht mitfließen. So, einmal noch abbiegen. Ach, und über die Brücke. Na gut, da sind wir wirklich weit gekommen. Bin gespannt, was der Boss zu sagen hat und was er... Gut, er braucht nicht unbedingt eine Rechtfertigung. Keine Ahnung. Hoffentlich kommen da ein paar Millionen bei raus, aber ich glaub's eher nicht. Ich hätte lieber Gold gestohlen. Das kann man schön einschmelzen. Einen riesen Goldklumpen machen. Irgendwie sowas. Diamanten, ja. Gut, damals waren die noch, würde nicht sagen seltener, aber deutlich besser lobbyiert. Wahrscheinlich auch seltener. Nein, 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 nein. Entschuldigung. Da haben meine Bremsen kurz und mein Lenkrad nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Hui. Der Zusammenstoß hätte uns wieder die Cops auf den Hals gehängt. Höchstwahrscheinlich. Hätte ich so gar keine Lust gehabt. So. Ich habe das Gefühl, wir sind gleich da. Denke ich. Oder wir werden nochmal durch die Pampa geschickt. Glaube ich aber nicht. Irgendwo hier in der Gegend muss es gewesen sein. Will nicht sagen, dass ich mich in der Stadt auskenne. Aber ist doch noch ein bisschen entfernt. Ah, da ist schon das Industrie. Oh, der lenkt sich nicht mehr gescheit. So. Auto, LKW ist wieder unter Kontrolle. Das ist doch wunderschön. Ja, ich glaube, einmal abbiegen noch, dann Hammers. Ja, da ist es. Ach, ich fasse es nicht, wir haben es geschafft. Irgendwie, ich hasse Schleichmissionen so sehr, weil ich darin so bescheiden bin. Im Normalfall. Ich bin so ungeduldig. Hey, Polly! So. Bist du okay? Ja. Ja, aber ein paar Kisten sind jetzt durchlöchert. Wie schlimm ist es? Okay, warum? Die ist am schlimmsten dran. Oh, sieht nicht gut aus. Der Don wird sauer sein, wenn die Zigarren ruiniert sind. Sind doch nur ein paar. Was zur Hölle? Scheiße. Das ist Stoff. Sicher? Ja, bin ich. Oh, machen wir jetzt in harten Drogen? Gibt keine. Das ist die wahre Beute. Okay. Nein. Nein, 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 nein. Der Don sagte, wir klauen Diamanten. Du kannst jede Kiste öffnen, das sind keine. Wir
setzen unser Leben für diese Scheiße aufs Spiel? Ja. Sieht so aus. Beruhig dich, lieber Pauli. Der Don kommt. Scheiße. Hätte er uns ja auch sagen können. Don. Wenn wir es hätten wissen sollen, hätte er es uns gesagt. Er war nicht ehrlich. Ja, aber vorerst halten wir unsere Schnauzen. Klar? Na ja, gut. Pauli? Ja, ich werde nichts sagen. Hast du Probleme, Jungs? Eine der Kisten hat was abgekriegt. Wirklich? Na, sieht nicht schlecht aus. Vielleicht sind ein paar Zigarren kaputt. Aber sonst sollte die Ware okay sein, Boss. Außerdem gibt's ja nichts härteres als Diamanten. Ganz ruhig, Pauli. Na, bravo, Jungs, bravo. Ihr könnt euch auf einen schönen Bonus freuen. Sollen wir die Kisten in die Lagerhalle bringen? Nein, ihr könnt gehen. Diese Idioten werden das übernehmen. Sicher? Okay. Was habe ich gesagt? Ja, ja, ist ja gut, Boss. Wir hauen ab. Sepp, bring mich zurück zur Bar. Klar, Boss. Kommt ihr mit? Wir nehmen den Zug. Okay, warum den Zug? Okay. Wir sehen uns. Ciao. Nix vom Koks naschen. Komisch, dass der Don uns anlügt. Ich hab die Schnauze voll. Hätten die uns mit dem Stoff erwischt, wären wir im Knast gestorben. Ja, aber was willst du machen? Die Bank überfallen? Hab ich dir schon gesagt. Die Bank? Ja. Egal, was Sam sagt. Ich hol mir den Zaster. Ja, schöne Idee. Machst du mit? Kommt drauf an, wie viel rausspringt. Wir reden nur. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Na gut, dann steht wohl ein Banküberfall an. Welche Bank? Grand Imperial. Grenze North Park und Zentrum. Ja, war vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht. Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden. Achso, ich dachte, wir sollen ins Auto nehmen. Na gut. Ich verkaufe kein Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und ich weiß nicht. Ich will die Straße nie wiedersehen. Welche Straße denn? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. Ja, so viele haben Pech, wenn sie mir begegnen. Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Ein Poly-Plan. Wir werden sehen. Bevor was passiert, will ich Fakten. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus. Ja, das ist das geringste deiner Probleme. Das kann man absperren, ist ja interessant. Könnte jemand mit Kette und Vorhängeschloss echt Leuten den Tag verderben? Du musst an deine Familie denken, vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Warum? Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mache ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich vielleicht das hier endlich an den Nagel hängen. Vielleicht eine alte Oma? Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Ja, ja, weil uns gerade so langweilig ist. Mann, ich bin schon seit langer Zeit so weit. Wir sitzen hier rum seit 6 Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werde langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Bist du besoffen? Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich hab die Scheiße schon 1000 Mal gehört und am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Hose. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Wieso setzt er sich gerade dahin? Du suchst nach dem großen Ding. Das ist in meiner Hose. Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen,
Keine Ahnung. Dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Dein Gewissen wird es aber nicht beruhigen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht ein bisschen. Ciao, Pauli. Ich verpetze ich jetzt an den Don. Ich glaube, generell verpetze ich viele Leute. Aha. Kapitel abgeschlossen. Damit endet die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.